Hallo Fußballfreunde und willkommen zum EM-Orakel. Und zwar zum letzten Spiel der Gruppe D, Kroatien gegen Spanien. Ich bin Raindrop und bei mir ist Nightflyer. Genau. Und wen übernimmst du heute? Ja, ich habe die große Ehre, Spanien zu spielen. Genau, das haben wir ausgelost und ich bin Kroatien. Ich werde mein Bestes geben. Jo. Wir schauen noch mal kurz in die Strategie. Mhm. Du mit einer Spitze, ich mit zwei. Ja. Ich ändere nichts. Ich auch mal nicht. Naja, mal schauen. Vielleicht ändert sich das im Laufe des Spiels noch. Kann man ja, ja, muss man mal sehen. Ja. Fang einfach mal an. Jo. Kroatien hat noch die Chance. Ja, also es geht nur noch in diesem Spiel. Also Tschechien hat noch die Chance, Gruppenzweiter zu werden. Und Kroatien hat noch die Chance, Gruppenerster zu werden, wenn Kroatien hier in diesem Spiel gegen Spanien gewinnt. Genau. Denn Spanien hat 6 Punkte eben, ne? Glaube ich. Ja. Und Kroatien hat 4 Punkte und hätte dann eben 7 Punkte. Genau, aber Kroatien braucht auch nur einen Unentschieden, damit Tschechien überhaupt nicht mehr weiterkommt, also beziehungsweise stimmt, nicht mehr auf den zweiten Platz kommen kann. Auf genau. Den dritten können sie ja auch noch irgendwie weiter. Okay, dann Tschechien hat ja einen Punkt, die können noch 4 Punkte bekommen. Dann kommt es halt auf die Tordifferenz an und so weiter und so fort. Ja. So. Ja, ja. Aber wir sind ja Spanien? Wir sind Spanien. Wir sind, und, ja, wir sind Kroatien und Spanien. Genau, ich werd alles geben, um Spanien hier den Gruppensieg Das ist ja nicht sehr Spanien-like. Spanien macht ja immer nur, was nötig ist. Ja, es ist so, reicht doch, wenn ich ein Tor schieße. Ja, wenn ich keins schieße. Wobei Spanien ja heute gespielt hat. Und die haben ein bisschen mehr gemacht als nötig. Haben nämlich gleich 3 Tore geschossen. Dafür haben sie dann aber auch 20 Minuten vor Abpfiff schon geschlafen irgendwie. Ja. Das war sehr langweilig für mich, muss ich sagen. Das war so nicht geplant, aber okay. Ich habe ja eh keine Chance hier. Lauf, nein, doch nicht so. Iker Casillas. Ja, hast den falschen Torwart drin. De Gea ist ja eigentlich gerade im Tor. Hätte ich den wechseln können? Reinnehmen können? War der da? Ja, ich glaube, der ist da. Der ja, ist gut, durch im Kader. Nennt man Pech. Ja, ist auch egal. Der hat ja eh nie was zu tun. Abseits. Ja, hat er wohl gesehen, der Linienrichter. Ja, endlich mal. Aber es wäre auch eh nichts geworden. Nee, das auch. So, hol dir mal den Ball da. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Es dürfte schwer werden, aber mal schauen. Hey, wo rennt der denn hin? Der rennt ganz alleine. Ah ja. Ja, das ist doch immer das, was du willst, dass die alleine auch mal laufen. Ja, aber nicht, wenn ich den gerade steuere. Der soll alleine laufen, wenn ich den gerade nicht steuere. Ey, das steuere. War aber was macht Eigentor der denn? Fast. Du hast da fast ein Eigentor geschossen. Ja, und was macht der Torwart? Der soll den festhalten. Oder sowas. Darf man doch jetzt. Da könnte man so einen Trick gebrauchen, dass man so... Ja, hallo? So richtig klappt das Ganze ja noch nicht. Aber... Da oben ist keiner. Hier ist aber einer. Gut, dass du nicht so gut bist im Fernschuss. Mal so zärtlich. Ein langsames Vortasten. Genau. Ja, greift doch mal einer an, Mann. Aber es ist fast wie das Spiel, wie Spanien eigentlich immer Ballbesitz, ne? Ballbesitz. Ja, ja, ja. Jetzt komme ich da wieder nicht vorbei, weil du rumzuppelst wie so ein Affe. Ja, oh. Dieses Rumgezuppel, das stört mich wirklich ein bisschen, muss ich sagen.
Das ist zwar im Spiel auch so. Oh, das war super. Komm, schieß doch mal einer. Ach ja, leg dich am besten einfach nur hin. Oh. War, ja, oh, hat er doch gesehen. Faul. Okay. Ja, der pfeift ja, ich gebe zu. Ne? Es war ein Faul. Ich habe Vorteil gegeben. Hab nicht den richtigen Moment erwischt. Zum Ach, der hier hatte doch heute einen Leistenzerrung oder so. Ja, ja, ich erinnere mich. Genau, wobei, das natürlich auch immer so ein bisschen, der ist ja so langsam rausmarschiert, da das natürlich auch immer so ein bisschen Zeit schinden, ne? Ja, aber gebracht hat es ihm nichts. Ich weiß gar nicht, wann genau das war. Ja, das war nach dem dritten Tor, direkt nach dem dritten Tor. Okay. Ja, und wir hatten ja natürlich gehofft, dass das vierte Tor noch fällt. Denn wir hatten 4-0 für Spanien orakelt. Mhm. Wo wir noch gesagt haben, total unrealistisch, weil Spanien ja eigentlich hier immer nur das Nötigste tut. Und ja, nach dem 2-0 haben wir dann schon gedacht, okay, das könnte jetzt was werden. Mhm. Ja, ja, dann haben sie uns verarscht. 2-0 war schon früh, ne? Ja, und dann haben sie aufgehört. Dann haben sie unser Orakel ins Leere laufen lassen. Ey, was ist denn hier? Ich komme jetzt hier gerade. Hallo? Ey, was macht denn der da? So eine Arschkrampe. Foul, Mann. Das war kein Foul, Ball gespielt. Diese blöde Kacke, ey. Das macht auch keinen Sinn. Wir können nicht immer den Ball spielen. Ja. Na, endlich mal. Ich will auch mal rumzuppeln. Tiki-Taka musst du machen. Hallo. Ist nicht wirklich ein Durchkommen. Nee. Aber bei dir auch ziemlich nicht so einfach daneben. Also sollte kein Unentschieden werden eigentlich so hier. Gut. Wobei natürlich ein Unentschieden naja, für beide Mannschaften beide reicht. Weit. Genau, das wäre natürlich für beide gut. Aber ob Spanien das machen würde, ich weiß es nicht. Naja, du sagst ja, man tut immer nur das Nötigste. Aber und Kroatien kämpft. Mit einem Unentschieden bleiben sie immer noch Gruppenerster. Richtig. 0-0 zur Halbzeit. Mhm. Möchtest du etwas an deiner Strategie ändern? Ich weiß es nicht wirklich. Ich möchte zumindest mal ganz kurz einen Blick, da wir das ja jetzt mittlerweile ein bisschen gelernt haben, möchte ich Aufstellung ändern. Dann schaue ich jetzt auch mal. Wo war denn das? Ich wollte, wo kann ich denn Spieler wechseln? Hier, oder? Ah, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte mal gucken, wie die Leistung der Spieler gerade so ist. Mhm. Aber ja, bei mir sieht es noch ganz gut aus. Ja, bei mir auch. Kann bleiben. Also, kann es von mir aus weitergehen. Okay. Aber das sind halt so Sachen auch, wo man dann am Ende, man vergisst das immer gerne, ne? Ja. Ja, wenn man so drin ist im Spiel ein bisschen. Manchmal, glaube ich, hätten wir ein bisschen eher wechseln sollen. Manchmal, wenn man so richtig abgezogen wird sozusagen, dann ist ein Wechsel vielleicht ganz gut. Ne? Aber andererseits ist ja hier auch EM und wir müssen ja auch irgendwie gewinnen. Wir können ja nicht nur hinten drin stehen defensiv. Ach, ja. Ah, das wäre es gewesen eigentlich. Habe ich aber irgendwie verpasst. Der war eigentlich aus, oder? Bin mir nicht sicher. Nö. Linie. Im Zweifel war es Linie. Ja. Sehr schön. Da
habe ich nicht hingespielt. Ah, du Penner. Du Penner. Ich meinte nicht dich, ich meinte gerade meinen Spieler eigentlich. Ich meinte auch nicht dich. Ach so. Ach komm, da muss man doch mal durchkommen. Einmal nur. Damit ich den Ball am Tor vorbeischießen kann. Das würde ich doch gerne mal tun. Ah. Guck mal, die. Das ist, hallo, es leckt. Oh, das war mies. Ja. Hätte das nicht hallo, geleckt, hätte ich den Ball gehabt. Ja, bei mir hat es auch geleckt. So ist das nun mal. Nein, also. Meiner. Wenn da jetzt noch jemand wäre. Da bin ich. Nein, was ist das denn? Das habe ich nicht gedrückt. So ein Blödsinn. Bist aber ganz schön am Kämpfen hier mit Kroatien, muss ich sagen. Ja, warum auch nicht? Mit den schönen rosa Schuhen. Ja, lieber rosa Schuhe als ein rosa Trikot. Das haben wir heute auch gesehen. Das fand ich schrecklich. Ja. Ich würde mich doch nicht mit einem rosa Trikot auf den Platz stellen. Wieso denn nicht? Ich weiß jetzt nicht, bei wem das war. War es nicht Kroatien? Ja. Ich glaube, der Torhüter von Kroatien war das. Das glaube ich auch. Na, zu weit. Zu weit. Fuck, ey. Und über die Flügel komme ich bei dir einfach nicht rein. Was war das denn? Ja, das weiß ich nicht. Kann nicht mal einen einfachen Abstoß. Vielleicht. Vielleicht jetzt. Aber ich. Jetzt sollte ich vielleicht mal warten. Meine Spieler sind alle noch hier. Ich habe mir das Spiel etwas einfacher vorgestellt. Ja. Wenn jetzt noch jemand in der Mitte wäre, das wäre voll geil. Oh, so ein schlechter. Hätte ich angenommen und geschossen und nicht geköpft, das wäre mal was gewesen. Hätte er besser angenommen. Also ich. Tja. Manchmal wird man. Ich glaube, die Zeit hätte sie gehabt. Ja, hätte ich, glaube ich, auch. Aber man weiß es nicht, so lahm wie dieses Spiel ist. Ja, jetzt hast du Angst, ne? Zuppel. Habe ich nicht. Hätte ich fast gehabt. Zurück! Angreif! Ah. Ah, schlecht. Ist doch nicht die Möglichkeit. Ah, komm. Die können den ja überhaupt nicht behaupten, ey. Naja. Ich komme dafür bei dir nicht durch. Ja. Ups. Nun spiel doch mal ab. Nee, das. Oh, nein. Hat die hundertprozentige Chance. Ja, das definitiv. Das Ding hat sich jetzt auch so hingelegt. Das war sehr passig, muss ich sagen. Oh Mann, und dann voll drüber gezogen. Das, eine das spricht ein bisschen für Impression. Den heutigen Fußballtag, wenn ich das mal so sagen darf. Oder war es der gestrige? Also irgendwann ging gar nichts. Ja. Naja. Ja, klar. Oh, wie brutal hier wieder. Nein. Junge, jetzt wird's aber hier kritisch gerade. Uah, alle lassen den Ball durch. Ja, zu Recht. Nein. Alter, das war, also. Ja, was ist denn das für ein Torwart? Jetzt halt den doch mal fest. Ecke. Silva. Der winkt ein bisschen. Was hat der denn? Stop in the name of love. So sah der gerade aus.
Jetzt fängst du schon an zu singen hier. Jetzt fallen aber wirklich die Hemmungen, wie Tali letztens sagte. Es war doch kein Singen. Naja. So. Die Hemmung. Hemmung habe ich dabei nicht. Jetzt kann aber den mal festhalten. Danke. Super. Scheiße. Wieder vergessen, Pause zu drücken. Willst du jetzt was umstellen, ne? Tja, ob das jetzt noch was bringt, wage ich zu bezweifeln. Warum lässt er ihn denn durch? Warum lässt er ihn denn durch? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ach, da muss ich jetzt auch noch hinrennen. Ach, noch eine Ecke. Ey, ich habe nach links gedrückt. Das gibt es doch nicht. Hätte ich besser dich hinrennen lassen. Ja, hier, eigentlich brauche ich jetzt wahrscheinlich keinen auch mehr. Ins Ausgemacht. Jetzt brauche ich eigentlich normalerweise keinen mehr auswechseln, aber wir gucken mal eben. Ja. So, ja, da sind nämlich jetzt hier einige jetzt platt. Hier zum Beispiel der hier. Aber jetzt sehe ich gar nicht. Warte mal, jetzt sehe ich aber. Achso, ich kann das umschalten. So, 77. So, jetzt gucken wir mal. Linkes Mittelfeld hier, da wäre der passig. Das ist, glaube ich, meine Aufnahme. Du musst ein bisschen präziser reden als nur hier, da und der. Ah ja, also ich habe den. Jetzt sehe ich. Genau, du siehst es ja. Ja, wenn du es bestätigst, sehe ich es. So, aber jetzt muss ich wieder umschalten, weil ich das nicht sehe. So, Mann, rechtes Mittelfeld tausche ich auch noch. Aber da habe ich, glaube ich, keinen passenden Spieler, oder? Mann, die sind aber platt hier, meine Leute. Okay, ich bin durch, bin fertig. Ich lasse das jetzt so. Ich habe keinen rechten Verteidiger, den ich auswechseln kann. Ja, ich habe jetzt auch keinen rechten Verteidiger genommen, tatsächlich. Ich habe einfach einen genommen, der besser drauf ist. Ja. Ja! Oh! Ich hab den auch schon drin gesehen. Oh, Mann. Ja, so wie ich ungefähr eben. Der ist ihm versprungen, aber total. Morata. Hat der nicht sogar ein Tor geschossen heute? Ich bin mir nicht so sicher. Also nicht in diesem Spiel jedenfalls. Nee, ich meine in echt. Nein. Nein, was macht ihr denn? Ich glaube, die Kroaten spielen, glaube ich, für Spanien. Ich bin jetzt nicht mehr verlieren. Oh, Mann, ey, so scheiße. Harte Partie. War ein schweres Spiel, also muss ich sagen. Aber ich glaube auch, dass die Kroaten es den Spaniern nicht einfach machen werden. Ja, jetzt. Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass Spanien definitiv gewinnen wird. Also 2-0, mein Tipp. 2-0. Hm, mal sehen. Ich weiß es nicht. Ach Mann. Ich hasse diese Tipps. Ja, also ich sage jetzt einfach mal, die haben das erste Mal 1-0 gespielt, haben sie 3-0 gespielt, sie spielen 2-0. So. Ach so. So denkst du dir das? Ja. Ja, irgendwie muss ich ja zu meinem Tipp kommen. Mein Problem ist ja immer, ich tippe hier, während wir aufnehmen, und wenn ich dann nochmal gucke, dann will ich was anderes tippen. Eigentlich das ist jedes erlaubt. Mal bis jetzt. Das ist es nicht. Aber das ist mein Problem. Also ich fahre ja mit meinen Tipps eigentlich immer relativ gut an. Also ich habe, glaube ich, schon so einige Tipps dabei gehabt, die korrekt waren. Und auch welche, die nicht korrekt waren. Ich sag mal 1-1. 1-1. Was ganz anderes. Bin ich mal gespannt. Jo. Ja, ihr dürft natürlich auch eure Kommentare auch gerne wieder in die, eure Tipps meine ich hier, ne? Eure Tipps in die Kommentare hauen. Bitte etwas deutlicher, als das gerade angekündigt wurde. Ja. Ihr habt mich schon verstanden, glaube ich. Ihr seid ja nicht auf den Kopf gefallen. Genau. Ja gut. Ja, mach das mal. Jo. Tipps in die Kommentare, bitte. Jo, wir sehen uns dann in Gruppe wieder. Vorletzte Gruppe, ne? Das ist aber erst morgen. Ja, die Gruppe F spielt zuerst.
Okay, erst spielt Gruppe F und dann Gruppe E. Okay. Aber trotzdem morgen erst. Wieso spielt Gruppe F zuerst? Das weiß ich nicht. Ist aber so. Wahrscheinlich, weil Italien dann abends spielt. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ja, fanden ja. Sie die anderen beste nicht so. Beste Sendezeit, alles klar. Irgendwie sowas. Ja, beste Sendezeit. Ja, heute 4 Spiele, morgen nochmal 4 Spiele und dann sind wir mit der Gruppenphase durch. Mhm. Dann gibt es 2 Tage Pause mit Fußball. Wann geht es weiter? Freitag oder Samstag? Samstag. Samstag. Aber wir müssen Freitag schon veröffentlichen, oder? Ja, bei uns geht es Freitag weiter. Bei uns geht es am Freitag weiter. So ist es. Aber erstmal geht es ja morgen weiter. Morgen geht es auch noch erstmal weiter, ja. Und okay, beenden wir das hier, jetzt. Ja? Jo. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.